Am Donnerstagabend wird eine 16-Jährige aus dem Bezirk Deutsch-Landsberg tot in ihrer Wohnung gefunden. Können Sie uns die derzeitige Sachlage schildern? Bis jetzt ist bekannt, dass gegen 20.05 Uhr ein 42-jähriger Einheimischer auf die Polizeiinspektion Deutsch-Landsberg gekommen ist. Er hat angegeben, dass eine weibliche Person tot in seiner Wohnung liegen würde und daraufhin wurde eben Nachschau gehalten. Kann man von einem Gewaltverbrechen sprechen? Ja, das steht derzeit noch nicht fest. Also Fremdverschulden eben ist nicht auszuschließen. Das Landeskriminalamt hat die Erhebungen übernommen. Die Tatortgruppe ist vor Ort ebenso Ermittler und auch wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet. Besteht eine Verbindung zwischen dem Mann und dem Opfer? Also kann man bereits sagen, ob es sich bei ihm um den Täter handelt? Ja, wie schon erwähnt, also die Erhebungen sind erst am Beginn. Momentan ist es auch so, dass der 42-Jährige die Aussagen verweigert. Es müssen noch Zeugen eben ausgeforscht werden und zum Bekanntheitsgrad der beiden ist momentan nichts bekannt.